Heute geht es bei Leseleben e.V. um die Kinderbücher von Jutta Richter. Also dieses über Sprache zu verfügen ist natürlich das höchste und schönste Ziel vom Umgang mit Kinderbüchern. Und Jutta Richter ist also nun diese Autorin, die übrigens in diesem Jahr auch den Heidelberger Leander bekommt. Zum Heidelberger Leander gibt es unter unserer Homepage auch eine schöne Seite, wo man nachlesen kann, wer alles den Heidelberger Leander schon bekommen hat. Also Moment, nur ich zeige gerade mal unseren Flyer dazu. Mal gucken, könnt ihr das lesen? Ja. Genau. Den hat übrigens auch schon Harry Potter bekommen. Damit haben wir angefangen. Damit haben wir angefangen. Das war sozusagen das erste Mal, dass wir den Preis verliehen haben. Und Jutta Richter ist jetzt in diesem Jahr an der Reihe. Wir haben lange gewartet mit ihr, weil ich immer noch auf das Buch gewartet habe, wo man sagen kann, das ist jetzt auch das ultimativ wichtigste Kinderbuch. Das kommt jetzt auch in diesem Herbst, aber den Preis kriegt sie trotzdem schon vorab. Denn ich möchte jetzt einfach ganz gerne kurz illustrieren, warum sie Texte schreibt, die einfach jeden total anrühren und in dem Zusammenhang für Kinder natürlich eine herrliche Möglichkeit sind, sich selber in den Texten wiederzufinden. Also, Annabella Klimperauge ist Annabella Klimperauge ist eine Puppe, sie gehört Lena, einem kleinen Mädchen. Und Annabella lebt im Kinderzimmer von Lena mit Leo dem Löwen. Leo der Löwe ist also dieser herrliche Geselle. Und jetzt ist dazu gekommen, denn es war Weihnachten, hier Klaus Teddy. Ja, der ist ganz, ganz süß, aber er ist noch viel süßer, wenn ich dir das jetzt vorlese, was da passiert. Denn Annabella findet ihn überhaupt nicht süß. Sie sagt, Klaus Teddy stört. Och. Leo guckte rüber zum Bett. Da machte eine Leuchtrakete das Zimmer gerade taghell. Wir sind nämlich an Silvester. Da lag Klaus Teddy. Er hatte das Kissen über den Kopf gezogen und sein Körper zuckte und ruckte. Leo rutschte von der Fensterbank und lief zum Bett. Hey Kleiner, was ist denn los? Warum weinst du denn so? Ich will hier nicht bleiben, schluchzte Klaus Teddy unter dem Kissen. Ich will wieder ins Regal. Ich will zu meiner Mama und zu meinem Papa und zu Onkel Gustav. Aber Kleiner Leo, der Stofflöwe, streichelte Klaus Teddy. Nun heul doch nicht. Annabella hat es nicht so gemeint. Hab ich doch, sagte Annabella. Es ist nicht wegen ihr, schluchzte Klaus Teddy. Es ist, weil in mir drin alles weh tut. Das ist Heimweh, sagte Leo der Stofflöwe. Das hat man zuerst immer. Aber es geht vorbei, glaub mir, es geht vorbei. Ich will zu Mama und Papa und Onkel Gustav, heulte Klaus Teddy. Erzähl mir von ihnen, sagte Leo. Ja, liest er nicht herrlich vor, mein lieber Mann. Also, ich darf an dieser Stelle vielleicht meinen Mann endlich mal vorstellen. Er ist ja, wie er sich selber immer nennt, Lehrer. Das heißt, er unterrichtet an der Pädagogischen Hochschule die Studenten im Fach Philosophie. Und darum geht es ja auch in all diesen Kindergeschichten, nämlich um die tieferen Ursachen dessen, was unsere Existenz eigentlich ausmacht. Und wenn er dann hier vorliest, wie Klaus Teddy sich fühlt, wenn alles in ihm drin wehtut. Das ist halt manchmal so, dass bei Kindern alles innen drin wehtut. Und Heimweh kennt ja auch jedes Kind, selbst wenn es zu Hause ist. Oh du, ich habe sogar schon mal Heimwehtropfen gegeben. Noch damals als junge Medizinstudentin. Da war ich mit auf dem Ferienlager und da gab es Heimwehtropfen tatsächlich. Und die haben was gewirkt. Selbstverständlich. Dazu kommen wir noch später. Es gibt auch Kussbonbons. Aber das ist heute nicht unser Thema. Heute geht es darum, dass der Leo dem Klaus Teddy vorschlägt, er soll doch erzählen, was sein Heim ist. Oder eben von seiner Mama und dem Papa und dem Onkel Gustav. Also dieses Erzählen, das sind natürlich die allerbesten Heimwehtropfen,
wenn ein Kind jemanden hat, dem es seinen Kummer erzählen kann. Ja, und genau das sind die Geschichten von Jutta Richter. Sie sind Lehrstücke darüber, wie man davon erzählen kann, was im Leben von kleinen Kindern wirklich wichtig ist. Mhm. Eigentlich auch das ausspricht, was man eigentlich gar nicht so aussprechen möchte. Ja, da ist sie halt eine besondere Schriftstellerin, die Wörter so stellen kann, dass man das mitfühlen kann und dann nacherleben kann. Und damit lösen sich ganz oft auch viele Knoten auf. Mhm. Indem man sie ausspricht. Genau. Ja. Und was hast du da? Das ist mit einem Hund. Ja, also ich meine, es gibt ja inzwischen sehr viele Familien, die Hunde haben. Ja, ich auch. Aber es gibt, genau, einen riesengroßen Hund hast du. Das ist ein eher kleiner Hund, wobei er schon genauso groß ist wie das Kind, das er beschützen soll. Och, ist das nicht als allerliebst, guck mal. Ja. Och, ganz herzlich. Beide gerade knuddeln. Ja, genau. Das sind übrigens Illustrationen von der Hildegard Müller, die ja auch eine wirklich ganz besondere Illustratorin ist. Wir haben ja schon eins ihrer Bücher vorgestellt. Aber hier geht es jetzt auch tatsächlich um die Wünsche von Kindern, die keinen Hund haben. Denn dieser kleine Hund ist einer, der gefunden wurde. Und der nun in diese Familie kommt, aber letztlich ganz viel Heimweh auch hat. Das heißt, er findet es ja schon wunderschön in dieser Familie, aber gleichzeitig hat er dieses Heimweh. Und damit ist natürlich eigentlich alles klar. Unser Leben, unser menschliches Leben ist immer widersprüchlich. Und diese Widersprüchlichkeit, die bringt Jutta Richter eben auf den Punkt in einer Weise, wie das, denke ich, ansonsten keiner von den Kinderbuchautoren so herrlich schafft. Und dazu darf ich auch ganz kurz nur den Anfang vorlesen, einfach um nochmal zu zeigen, wie herrlich sie das in Worte fassen kann. So ein Herbsttag, so ein verdammt schöner Herbsttag, Hundewetter, richtiges Hundewetter, Sonne warm wie Muttermilch, warm wie Bauchlecken. Oh. Kannst du dir das vorstellen als Hundeliebhaberin? Und satt gefressen, satt getrunken, satt gejagt. Hätte ihn diesmal fast erwischt, den Hasen. Hat nicht viel gefehlt. Wäre nur dieser Pfiff nicht gewesen. Und da haben wir es eben wieder. Also der Mensch hat gepfiffen. Aus der Perspektive des Hundes erzählt. Und dann muss ein braver Hund natürlich sofort. Aber sofort muss der kommen. Oh ja. Das heißt, es geht in dieser Geschichte natürlich auch um Erziehung. Und es geht darum, eigentlich ist es ein wunderbares Elternlehrbuch, wie man mit Kindern und Tieren oder einfach nur mit Kindern leben kann, weil Kinder sind ja letztlich diejenigen, die erzogen werden wollen, sollen, müssen. Mhm. Und das passiert auch mit diesem kleinen Hundekerl. Also. Ja, und diese Autorin zeichnen wir nun aus mit dem Heidelberger Leander, was sicherlich eine besondere Auszeichnung ist, denn dieser Preis versteht sich als Preis der Kinderlieblingsbücher, also Leanders Lieblinge eigentlich. Und dieses Jahr wird er vergeben, jetzt am 8. Juni in der Stadtbücherei Heidelberg zusammen mit der Buchhandlung Schmidt und Hahn und natürlich mit meinem Mann und mir. Ich zeige gerade nochmal. Das ist der Flyer dazu. Wir würden uns freuen, wenn ihr zahlreich kommen würdet. Alle weiteren Informationen findet ihr unter www.leseleben.de.